Im Kopf eines Perfektionisten herrscht ein ständiger Schmerz. Wenn man selbst sein größter Kritiker ist, ist es nicht schwer, selbst zwischen einem selbst und seiner Kunst zu stehen. Es gibt auf dieser Welt nicht viele Dinge, genau genommen gar nichts, die ich lieber machen würde, als Videos zu kreieren. Jedoch gibt es eine scheinbar unsichtbare Kraft, die mich immer wieder davon abgehalten hat. Diese Kraft definiert sich in der heutigen Welt als Perfektionismus. Meine Ansprüche an mich selbst waren unrealistisch hoch und alles, was nicht vollkommen perfekt war, war für mich nicht akzeptabel. Ich habe aufgehört, meine Arbeit aus der künstlerischen Perspektive zu sehen und habe angefangen, sie nur noch zu bewerten. Ich habe die letzten Monate fast ausschließlich Videos für Firmen und andere Leute gemacht und habe meine eigenen Projekte komplett vernachlässigt. Seine eigene Geschichte mit der Welt zu teilen ist immer angsteinflößender. Mir ist außerdem auch bewusst, dass ich in diesem Leben nie ein Werk hervorbringen werde, mit dem ich zu 100% zufrieden bin. Aber die Angst davor, Fehler zu machen oder nicht genug zu sein, ist etwas, was mich schon mein ganzes Leben und auch in allen Bereichen oft zurückgehalten hat. Doch ein simpler Gedankengang hat den Weg, wie ich meine Arbeit betrachte, komplett verändert. Ich wollte immer perfekte Videos machen, aber ich habe mir nie die Frage gestellt, was ein Video von mir überhaupt perfekt macht. Ich bin zu der Realisation gekommen, dass Perfektion nicht darin liegt, jede Szene perfekt zu machen oder ein makelloses Video hervorzubringen. Perfektion besteht für mich darin, das zu vermitteln, was ich vermitteln will. Ich mache diese Videos, um zu inspirieren und zu motivieren. Das Leben passiert draußen. Es gibt so viele Dinge, die darauf warten, gesehen oder erlebt zu werden. Und es wäre eine Schande, diese Chance nicht zu nutzen. Genau dafür stehe ich und diesen Grundsatz zu verbreiten, ist meine Perfektion. Jeder Mensch macht Fehler und niemand ist perfekt. Das Schöne an der Kunst ist, dass wir als Künstler selbst bestimmen können, welche Fehler wir behalten. Hi, ich wollte wieder mal ein paar Worte zum Video sagen und auch zu den Ereignissen in den letzten Tagen. Und zwar hat sich meine Abonnentenzahl übers Wochenende verdoppelt, was absolut insane ist. Das kommt daher, da ich auf TikTok viral gegangen bin und mega viele Leute meinen YouTube-Kanal entdeckt haben. Diese Leute würde ich wahnsinnig gerne jetzt begrüßen. Hi, was geht ab? Mein Name ist Dominik Lebersorger. Meistens mache ich Videos über Themen, die ich wahnsinnig interessant finde. Unter anderem auch im Format der Dominik Lebersorger Show. Und einmal alle paar Monate oder einmal im Monat mobilisiere ich alle meine Gehirnzellen, um Werke wie dieses hier hervorzubringen, die dann aufwendig produziert sind. Das Video war mein Highlight Reel von diesem Sommer. Ich habe wirklich den ganzen Sommer gebraucht, um dieses Video zu kreieren. Ich bin wahnsinnig zufrieden und wahnsinnig, ja, stolz, wie dieses Video geworden ist. Mir gefällt es wirklich sehr gut und ich hoffe, ich habe den einen oder anderen von euch dazu motivieren können und dazu inspirieren können, das zu machen, was man gerne macht, rauszugehen, sein Leben zu leben und einfach mehr Spaß zu haben und mehr zu machen. Das sollte nämlich diese Message vom Video sein. Was ich auch immer wieder sage und was mir auch unglaublich am Herzen liegt, ist der Fakt, dass man das tun sollte, was man wirklich tun will und sich nicht von irgendwelchen negativen Kommentaren runterziehen lässt und auch über seinen Schatten springt, weil jeder ist am Anfang mal schlecht und man muss etwas länger und öfter tun, um darin gut zu werden. Das gleiche gilt auch für diese Videos, die ich
hier mache und fürs vor der Kamera sein. Ich versuche da auch besser zu werden und darum versuche ich so viel wie möglich vor der Kamera zu sein und so viel wie möglich Content rauszuhauen, wie nur irgendwie geht. Ich bedanke mich wie immer vom ganzen Herzen fürs Zuschauen. Das Video war echt unglaublich viel Arbeit, also wäre ich euch sehr verbunden, wenn ihr dem Ganzen eine positive Bewertung geben könnt oder meinen Kanal abonniert, damit wir uns in Zukunft öfter sehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, was auch immer gerade bei euch ist. Bleibt gesund und mögen all eure Träume wahr werden. Das war's von mir. Ciao, ciao. Hi, ich bin's nochmal. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig über eine positive Bewertung freuen. Ihr könnt meinen Kanal außerdem kostenlos abonnieren, um von mir nichts mehr zu verpassen. In der Beschreibung findet ihr noch meine anderen Social Media Kanäle, wo es noch mehr Content gibt. Ich wünsche euch nur das Beste, mögen all eure Träume wahr werden und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao.